Hallihallo, ihr Lieben. Heute kommt der versprochene DM-Haul. Der ist nicht so groß, aber das kennt ihr ja von mir, dass alles so ein bisschen weniger ist. Aber es sind ein paar ganz schöne Produkte dabei und auch nochmal welche, die ich schon mal extra in einem Video vorgestellt habe. Beginne ich mit einem Tee. Also ich trinke sehr gerne Tee und ich bevorzuge eigentlich losen Tee. Weil diese Teebeutel, man sagt ja immer, da werden die Lagerhäuser ausgekehrt und was man da so zusammenfegt, das ist in den Teebeuteln drin. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Wahrscheinlich Blödsinn. So kleiner Scherz am Rande. Also, ich habe hier so von Teekannen. Die Empfehlung kam von meinem Sohn. Das ist mediterraner Pfirsich. Wieso ich auf diesen Tee komme? Also ich trinke sehr gerne Eistee im Sommer. Und die Eistees, die fertigen Eistees, die man zu kaufen bekommt, die sind voller Zucker. Das ist wie mit Coca-Cola. Zucker, Zucker, Zucker. Aber der Geschmack ist eben so geil. Und dieser Tee, dieser mediterrane Pfirsich, also ist ein Früchtetee mit Pfirsicharoma, ist süß, ohne Zucker zu haben. Ich weiß nicht, was das für ein Aroma ist. Also es ist kein Zucker drin enthalten, logisch in so einem Teebeutel. Ich habe das schon mal aufgemacht, weil ich diesen Haul ja schon ein paar Tage hier habe und das schon probiert habe. In so eine 1 Liter Kanne mache ich da zwei Beutel, lasse das 10 Minuten ziehen, abkühlen, dann in den Kühlschrank, dann noch vielleicht ein bisschen mit Limette oder mit Zitronenscheiben in der Karaffe und Eiswürfel. Sieht toll aus. Oder auch noch Minze rein. Kann ich wärmstens empfehlen. Und ich meine, überlegt euch mal, hier sind glaube ich 20 Beutel drin. Ich will jetzt nicht lügen, wie viele Beutel drin sind. Ich kann es nicht lesen ohne Brille. Also es sind mehrere Beutel drin für 2 Euro. Mediterraner Pfirsich. Und obwohl ich kein Fan von Teebeuteln bin, aber das kann ich gerade für den Sommer euch sehr empfehlen, so als Erfrischungsgetränk ohne Zucker und dennoch schmeckt er süß nach mediterranem weißen Pfirsich oder gelber Pfirsich ist das. So, das war es auch schon jetzt aus dem, was wir zu uns nehmen. Der Rest ist für auf die Haut. Ja, wo fange ich mit an? Nivea. Ich brauchte wieder ein Duschgel, das ist ein Duschgel mit Fragipani Duft, das sind solche Ölperlen drin enthalten. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, das sieht so ein bisschen sparkling aus. Das riecht sehr angenehm. Ich hatte vorher mit Limette und das jetzt mit diesen Fragipani Ölperlen, das ist also sehr schön frisch. Ich mag im Sommer, also wenn es so warm ist, nicht so schwer riechen, wie zum Beispiel diese Düfte von, wie heißt das nochmal? Na, dieser Schaum. Mein Gott, mir fällt das jetzt nicht ein. Wie heißt das denn? Rituals. Mein Gott. Rituals. Die sind da, also ich hatte mal diesen roten. Der grüne ist auch schön, der hellblaue. Aber ich hatte diesen roten immer. Und der ist doch sehr schwer mit süßer Mandel und Rose. Deshalb diesen. Und dann bin ich an einem Balea-Ständer vorbeigekommen. Der war wunderschön aufgebaut. So ein rosa-weiß gestreift. Und da sprang mir dieses Duschgel förmlich ins Auge. Duftrichtung Kokos, Ananas, also pure Karibik, Caipirinha, nicht Caipirinha, Quatsch, Pina Colada. Pina Colada ist ja auch Kokos und Ananas. Und das ist wohl auch eine Limited Edition und das riecht und ist auf der Haut. Das ist also wirklich Karibik, Karibikurlaub. Also das, ich kann das, gut, ich kann jetzt daran riechen und dahin schwelgen, ihr riecht es ja dennoch nicht, also kann ich sehr empfehlen. Auch eine sehr schöne Aufmachung. Eine tolle Sommer-Edition. Bleiben wir bei Balea. Die hatten da so ein Regal aufgebaut für die Füße mit Fußpflege, mit so Fußhobeln und allem Möglichen. Jetzt habe ich mir erstmal einen Rasierschaum wieder mitgenommen. Ich sugere zwar auch, aber manchmal, man muss ja, wenn man sugert oder sich die Haare mit Wachs entfernt, muss man das ja wachsen lassen. Man will ja nicht immer mit diesen Stoppeln rumrennen. Also zwischendurch rasiere ich auch im Sommer. Im Winter nicht, aber im Sommer. Und das ist ein Rasierschaum für empfindliche Haut mit Seidenprotein und Avocadoöl. Ist auch sehr schön. Und dazu habe ich mir einfach noch so ein paar Fairy Tale, solche Rasierer, ein Rasierer mit 3 Klingen gekauft. Das war super günstig alles. Und ich dachte mir, das wird ein pflegender Schaum sein. Ich kenne den nicht für empfindliche Haut, aber es ist Avocadoöl mit drin. Wird schon okay sein. Wichtig ist, dass die Haut ein bisschen angefeuchtet ist und dann diesen Schaum aufgeben und dann mit dem Rasierer drüber und den Schaum abwaschen. Wisst ihr ja. Aber was noch wichtiger ist, die Haut danach, also ich gebe immer ein Rosenwasser drüber.
Damit die irrittierte Haut, nach dem Rasieren ist die Haut ja irritiert, dass ein Rosenwasser oder ein Thermalwasser oder ein Weintraubenwasser gibt, irgend so ein Sprühwasser auf und erst dann eure Lotion. Also einwirken lassen, dass es einzieht. Aber Rosenwasser wirkt eben auch desinfizierend. Und das sind ja alles so kleine Wunden, die wir uns dazu führen mit dem Rasierer. Wir rasieren das ja ab. Okay, wisst ihr vielleicht, aber ich dachte, ich sage es einfach nochmal. Was ich auch sehr schön fand, gerade für müde oder für Sommerfüße, das ist ein Fußschaum. Das ist auch mit Jojobaöl und Panthenol und Minze, ein Wassermelone. Riecht sehr schön, ist ganz angenehm. Ihr solltet aber ein bisschen warten. Die schreiben zwar, das zieht schnell ein, aber man hat trotzdem so ein bisschen, es klebt anfangs ein bisschen. Es lässt danach, also ich würde nicht gleich danach die Schuhe anziehen. Finde ich für den Sommer sehr schön für gepflegte Füße. Ist leichter als eine Fußcreme, weil wir müssen unsere Füße ja auch im Sommer, besonders weil wir viel barfuß laufen, also in den Schuhen, die Hornhaut entfernen und das trocknet ja doch alles aus. Wir müssen unsere Füßchen auch ein bisschen pflegen, genau wie unsere Gesichtshaut oder unsere Hände, unsere Füße tragen uns ja durchs Leben und die kriegen oft zu wenig an Streicheleinheiten und Pflege ab. Dann, was ich auch toll fand, übrigens kann ich das gleich mal benutzen, mir ist total heiß, das heißt dieses Wasserspray von Balea, das haben wir glaube ich alle jetzt. Ich hatte das immer von Caudalie, ich dachte, ich nehme das mal mit, das kostet ja 1,95 € ist einfach ein Wasserspray, das kann man sich zwischendurch toll aufsprühen. Oder am Strand ist das klasse, wenn man das Gefühl hat, so jetzt bin ich ganz feucht im Gesicht hier, das glänzt sich wahrscheinlich. Eine schöne Geschichte. So, dann, ja, womit mache ich jetzt weiter? Das hatte ich ja schon vorgestellt in einem extra L'Oreal-Video, dieses Hydra Genius. Aloe Water mit Hyaluronsäure, dieses Serum. Ich bin begeistert für 9,95 €, habe ich euch schon erzählt in einem langen Video, warum ich das toll finde. Aber zum Haul gehört es ja dazu. Ich habe das gemischt bei Rossmann und bei DM gekauft, die Produkte, die ich euch jetzt hier vorstelle. Gibt es für 3 verschiedene Hauttypen. Ist sehr schön feuchtigkeitsspendend und klebt nicht und fettet nicht. Was ich mache, ich benutze das nachts jetzt nur, also ohne eine Nachtcreme, wenn mir das zu viel ist. Das ist so warm nachts, ne? Auch wenn man das Fenstersperrangel weit auf hat. Die Nächte, das kühlt ja gar nicht ab. Das ist ja wie am Mittelmeer. Ne? So 20 Grad haben wir auch noch nachts. Dann die Hydra Active 3 Feuchtigkeitscreme von L'Oreal für sensitive Haut. Für sensible Haut, sensible oder sensitiv ist gar nicht das Gleiche. 24 Stunden Feuchtigkeit. Und den Hammer, den Oberhammer, die Sugar Scrubs mit Kiwisamen für ein klärendes, mattierendes Hautbild. So, dann habe ich jetzt hier noch, da kam ich nicht umhin. Ich kam nicht umhin, sie nicht zu kaufen, ein paar Masken. Also, Masken stellen jetzt alle vor, weil klar, jetzt ist Sommer, ne? Tuchmaskenzeit. Ich hatte irgendwie irgendeine Tuchmaske, Mensch, habe ich das jetzt weg? Ah, das kommt im Aufgebrauch, die war schlimm. Das war eine asiatische. Das erzähle ich euch heute nicht. Also die war wirklich schlimm. Garnier ist klar. Wir kennen diese Hydra Bomb, das ist die mattierende mit Green Tea, Poren verfeinernd. Ab und zu, ich habe das Gefühl, wenn das so warm ist, dass meine Poren, dass ich das alles irgendwie, dass ich so ein bisschen doch einen leichten Fettfilm im Laufe des Tages sich so also auf meiner Haut bildet. Und dann den absoluten Oberkracher, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das werde ich natürlich tun, das ist diese Aftersun und die ist neu. Eine Aftersun-Tuchmaske von Balea für knapp 2 €. Womit ist die? Ich muss eine Brille aufsetzen. Die ist, also beruhigt die Haut, ah ja, mit Hamamelis, weil das Hamamelis und Hyaluronsäure. 15 Minuten soll sie auf der Haut bleiben. Ja genau, das ist ja auch das Hamamelis-Blatt hier. Da bin ich gespannt. Also da kann ich nichts falsch machen, das weiß ich jetzt schon, dass sie mir gefällt. Und dann dachte ich mir, so lauter kleine Masken. Also das ist von Shebens, das habe ich bei der Family for Life, bei der Alida kennengelernt. Die hat immer so Shebens-Masken vorgestellt, dachte ich mir, ich kaufe mir die jetzt auch mal. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sie sein werden. Reduziert Falten und glättet Tränensäcke. Lifting-Komplex. Das sind gleichzeitig für die Augen, also das sind keine Tuchmasken, das sind Crememasken und für den Mund. Wenn man älter wird,
durch unsere Mimik oder durch Rauchen, wir kriegen ja diese kleinen Mimikfältchen hier auf der Oberlippe. Und man cremt sich oft das Gesicht an, vergisst eine, immer schön hier auch, auch mit so einem Serum, immer schön hier oberhalb der Oberlippe, die auf, also in die Haut das einklopfen. Und das sind, wie gesagt, mit Jojobaöl und Panthenol, ist für alle Hauttypen. Ich probiere es aus, die kosten alle unter einem Euro. Wenn es nichts ist, war es nichts, ist auch nicht so schlimm. Dann eine Schlaf dich schön von März Spezial mit Hyaluronsäure und Feigenextrakt. Also Hyaluronsäure, das ist gerade so ein, ne, das ist überall drin. Also wir kriegen überall Hyaluronsäure. Stiftung Warentest sagt sehr gut. Wow, also für alle Hauttypen geeignet. 87% verbesserte Geschmeidigkeit versprechen sie. Das ist immer eine Aussage, ne? Eine Schlaf-Dich-Schön-Maske, das heißt, man macht die wohl nachts drauf. Ich habe sie noch nicht probiert, ich kann es noch nicht sagen, ich habe es nur gekauft. Mit Feigenextrakt, also ne, regt die Regeneration an und so weiter, unterstützt. Was, den Schönheitsschlaf? Na, das ist ja mal was, dann kann ich ja gut schlafen. Perfekt. Ach nee, den Schönheitsschlaf für ihre Haut. Das ist nicht mein Schlaf, das ist den Schönheitsschlaf für die Haut. Dann, was haben wir denn noch? Noch von März Spezial Augenmaske. Das ist mit Gurkenextrakt. Kann man sich eigentlich auch Gurkenscheiben drauflegen. Aber ich dachte, das ist ganz witzig. Ich nehme die jetzt mal mit. Das war alles unter einem Euro. Und eine Luxusmaske Gold. Die ist mit Kaviarperlen und Champagner. Na, da bin ich ja mal gespannt. Immerhin sagt Stiftung Warentest, sehr gut. Also das sind jetzt alles Masken zum Abnehmen wieder. Also wenn Stiftung Warentest sagt, sehr gut, dann ist das ja getestet worden. Ich werde es ausprobieren, Gold und Kaviar und Champagner nicht zu mir nehmen, sondern auf meine Haut legen. Dann weiter bei den Sonnenprodukten, was auch ganz wichtig ist, dass ihr eure Lippen mit einem Sonnenschutz pflegt, bevor ihr den Lippenstift auftragt. Es gibt ja Menschen mit Herpes, mit diesem Herpesvirus werden wir ja geboren, den hat man, bei manchen bricht er aus, bei manchen nicht. Also ich kriege den zum Beispiel, wenn ich mich ekle, wenn ich gestresst bin, wenn ich erkältet bin oder wenn ich so zu viel oder zu lange in der Sonne war, durch zu viel Sonneneinstrahlung. Und das ist ein Sundance Lippenpflegestift, Lichtschutzfaktor 30, der ist bestimmt auch ganz gut. Mit Avocadoöl, Aloe und auch ein Hydra-Komplex. Hydra, Hydra, Hydra. Dann habe ich hier noch zwei Nagellacke. Das ist Nude Mood von P2 Technochrom. Das ist so ein Silber. Den hatte ich übrigens im letzten, in diesem L'Oreal-Video hatte ich den auf den Nägeln. Und was soll ich sagen? Farbe geil, Qualität. Ein Tag, sage ich nur. Ne? Essence hält immer in zwei. Also diese Gel Nail, irgendwie Laguna Beach, das ist eine schöne Farbe. Also dachte ich mir, ja, nimm sie wieder mal mit, weil ich habe viele, wie gesagt, ich bin von den teuren Chanel weg. Ne? Ich zahle keine 30 Euro für einen Nagellack, der genauso lange hält wie der. Das hält auch nicht länger, egal ob jetzt mit Überlack oder ohne Überlack. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Überlack, dann blättert das noch schneller ab, weil dann hat man ja drei Schichten drauf. Also ich lackiere mir immer die Nägel zweimal, also beim ersten Mal. Das deckt ja nicht ganz, dann nochmal an, wenn dann noch ein Überlack drüber kommt, soll zwar angeblich dann, okay, der Nagellack, der wird nicht so schnell stumpf, das ist richtig, aber es glänzt länger, aber er blättert auch schneller ab, weil in dem Moment, wo eine dickere Schicht ist und wir stoßen irgendwo an mit den Fingern, weil wir arbeiten ja mit den Fingern, bums, habt da einen Ratscher drin und ja, also Laguna Beach. Dann habe ich noch von L'Oreal. Ich hatte das ja gesagt, dass ich jetzt mich so ein paar L'Oreal-Produkten wieder oder annähern möchte. Ist nichts Neues, hat die Steffi auch schon zigmal vorgestellt von Mama Co. Das ist dieser Eye Paint. Den habe ich auch auf meinen Lidern drauf. Das ist so ein also Eye Paint, das ist so ein, ich finde, sieht schön aus. Ist nicht zu vergleichen mit Burman Reds, ne, diese, die ich immer so gerne vorstelle. Aber der kostet auch nur 6 oder 7 Euro. So. Das ist, die Farbe nennt sich Nudist. Also ihr seht das ja. Das ist zu einem natürlichen Look sehr schön.
Hat allerdings keinen Lichtschutzfaktor. Der von Bamülholz hat ja Lichtschutzfaktor. Aber das ist mal ein schönes Gimmick. Ich dachte, ach, ich nehme den mal mit, probiere das mal aus. Ich habe einen Primer drunter, weil der ist ziemlich nicht durchsichtig, aber also der ist ziemlich dünn. Und ich habe den so mit dem Ding hier, also mit diesem Applikator aufgetragen, aber der sah so schmierig aus. Ich habe es also mit einem Verblenderpinsel schön in Bananentechnik nochmal verblendet. Und der hier, den habe ich jetzt auch drauf, der ist dieser Colorid Shine. Das ist auch diese neue Farbe 642, die ist doch, die brauche ich gar nicht drauf machen. Ich zeige euch die mal in die Kamera. Seht ihr das? Ja. Ich habe den ja drauf. Der ist toll. Und riecht toll, schmeckt toll, sehr feuchtigkeitsspendend. Hammer. Sehr schönes Design. Man muss immer so ein bisschen suchen, ehe man diesen Verschluss hier findet. Das ist da so mit so einem Nippelchen. So, da muss das dann, ups, da muss das dann einrasten. Schönes Flakon. So, und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich eigentlich jeden Sommer, seit Jahren schon, dass ich mir so Tattoos aufklebe. Also die so eine Woche halten. Guckt mal, hier ist so ein goldenes, so eine Feder. Habe ich jetzt mal drauf gemacht. Die gab es auch bei DM, diese Body-Tattoos. Das sind jetzt Federn, die waren schon total ausgeräubert. Das waren die letzten, die es gab, in silbrig und gold. Und man kann sich auch so ein Band hinmachen, wie damals Pamela Anderson. Das war ja Stacheldraht, so blau-schwarz, was die hier drum hatte. Ich finde, da kann man schön mit experimentieren. So, ich habe jetzt noch einen Tipp für euch. Ihr wisst ja, dass ich ein Fan von Rosenwasser bin und auch das von Alverde Bio Blütenrosenwasser mir irgendwann mal vor Monaten gekauft habe und nicht so happy damit war, weil Alkohol drin enthalten ist und zig andere Inhaltsstoffe, was in dem Khadi ja nicht enthalten ist. Es ist ja nur destilliertes Wasser und diese Rosenblüten. Und das wollte ich jetzt nicht wegschmeißen, obwohl es gar nicht so teuer war, aber ich habe es aufgehoben. Es ist super zum Desinfizieren, wenn ihr euch einen Pickel ausdrückt. Fantastisch. Und ich benutze das zum Beispiel auch, es ist übrigens jetzt, ich kriege hier gleich, es ist so warm, ich benutze dann noch dieses Scheinwerfen. Ich benutze das zum Beispiel nach der Rasur an den Beinen. Ne, wenn ich dann aus der Dusche komme, mache ich erst dieses Rosenspray drauf. Also die Beine sind trocken und dann das Rosenspray drauf und dann eine normale, also eure Bodylotion. Man kann irgendwie diese Produkte, man muss sie nicht alle wegschmeißen, man kann sie auch zweckentfremden. Das heißt, so zweckentfremdet ist es ja nicht, ist ja auch auf der Haut. Aber ich gebe es mir nicht als erfrischendes Wasser auf, ne, als Gesichtswässerchen wegen des Alkohols. Aber hier ist, wie gesagt, ein bisschen Alkohol drin und wenn ihr euch ein Pickelchen ausdrückt oder was auch toll ist, was ich gemerkt habe, weil eben Alkohol drin ist, sobald ich merke, so ein Pickel ist im Anflug, das wird ja so rot meistens, ne? Und man hat dann so einen kleinen Punkt. Dann gebe ich von diesem Rosenwasser was drauf, tupfe das mir so auf und dann kommt der erst gar nicht. Das war nämlich gestern Abend. Oder seht ihr hier einen Pickel? Gestern Abend hatte ich nämlich hier so einen Anflug von so einem Teil, habe das Rosenwasser drauf gemacht und siehe da. Also bei mir funktioniert es. Es ist nur mal so ein Tipp am Rande. Vielleicht sagt ihr euch, was erzählt denn die Alte da? Das ist doch Blödsinn. Ich kann immer nur das erzählen, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe oder keine guten Erfahrungen gemacht habe. Ihr habt das mittlerweile mitbekommen. Ich halte da nicht hinterm Berg. Ich sage meine ehrliche Meinung, wie ich was finde, hopp oder top. Und hoffe, dass ich euch immer mit ein paar guten Ratschlägen zur Seite stehen kann. Sowohl im Video als auch in den Kommentaren. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.